Anaerobe Kapazität. Volleyball ist ein fast rein anaerober Sport. Darf man nie vergessen. Bitte nicht mit Volleyballern durch Wälder laufen und Bäume zielen. Ja? Die brauchen ATP, Kreatinphosphat, die brauchen auch ein bisschen anaerobe Glykolyse und dann müssen sie sich schnell wieder erholen. Zwischen den Sätzen, aber auch zwischen den blitzschnellen Spielaktionen. Das kenne ich von meinen Tennisspielern. Wer durch den Wald läuft und Bäume zählt, hat verloren. Weil der macht genau das, was ein Marathoner braucht, aber nicht das, was ein Volleyballer braucht. Man merkt auch so ein bisschen, wenn ich sage, oh, das verbessert Aufwärmen und verbessert die Regeneration. Das ist so, als würde ich morgens eine Aspirin gegen Kopfschmerz nehmen und abends gegen Durchfall. Also man muss sich schon mal entscheiden, für was denn jetzt? Ja? Man kann aber nicht zwei gegensätzliche Wirkungserwartungen an die gleiche Maßnahme haben.